glücklich sein, kann es glücklich, glücklich sein. All meine Träume, die süß, lieg nicht in den Gruß mit hinein, in den Gruß hinein. Lass mich die Tage Am 19. Januar bist du ja 85 Jahre alt geworden.
Wir waren schon mit einer kleinen Delegation bei dir zu Hause und haben dich mit einer Torte beglückt, mit einer Geburtstagstorte. Ja, eine Herrentorte. Ja, schön. Ganz dem Anlass gemäß. Aber so ein besonderes Jubiläum, so ein unglaubliches Jubiläum, die 85 Jahre alt zu werden, das hat natürlich auch noch einen größeren und würdigeren Rahmen verdient. Und deshalb haben wir uns heute noch einmal hier zusammengefunden, um diesen Anlass noch einmal richtig zu würdigen. Und wir haben uns auch erlaubt, ein paar Gäste einzuladen. Das Geburtstagsständchen eben, hast du ja schon gemerkt, das wurde dir von dem Ensemble Vox Aurum dargeboten, unter der Leitung von Günter Giese. Alles alte Bekannte und Freunde von dir, ja, ne? Die dich auch dein Leben lang begleitet haben. Ja. Nicht alle, aber doch ein. Ja. Ja. Und gleich noch werden wir zwei Szenen aus deinem Ritter-Runkel-Roman lebendig werden lassen. Ja. Und zwar hat das Ensemble Spielkunst unter der Leitung von Peggy Langhans einstudiert in unglaublich kurzer Zeit. Und wir sind sehr gespannt darauf und freuen uns darauf. Wir warten ab. Ist gleich soweit, aber erst einmal noch das Allerwichtigste. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Ja. Denn ohne dich wären wir auch alle nicht hier. Nein, ja, genau. Ohne dich wären wir nicht hier. Wir würden nicht jeden Tag so unglaublich viel Spaß haben auf einer abenteuerlichen Reise in ferne Länder und vergangene Zeiten. Wir würden uns vielleicht noch nicht mal kennen alle oder wir wären uns noch nie begegnet, wenn es nicht die Abrafaxe gäbe. Wir hätten nicht halb so viel Spaß jeden Tag, wie gesagt. Wir hätten vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger Stress. Wir würden uns vielleicht auch manchmal weniger streiten um Kleinigkeiten wie perfekte Gürtelschnallen oder die richtigen Strumpfhosenfarben für Kobolde. Aber klar, das sind alles Kleinigkeiten. Also wir hätten, wie gesagt, unser Leben wäre nicht halb so schön mit die Abrafaxe. Du fragst dich jetzt sicherlich, für all das sollst du jetzt verantwortlich sein. Und die klare Antwort auf diese Frage ist einfach nur mal ja. Denn du hast dir die Abrafaxe ja schließlich ausgedacht, die nun schon seit mehr als 36 Jahren, seit 1975 durch die Weltgeschichte reisen und haben immer noch nicht genug davon, die Abrafaxe, rumzureisen. Ne? Nein, die sind unsterblich, genau. Also gut, ich habe ein bisschen übertrieben, ein Leben ohne die Abrafaxe ist vielleicht auch möglich, aber es ist nicht nötig und für uns ist es auch nicht wirklich vorstellbar. Das ist ja nicht so schön. Genau, nicht so lustig. Seit 55 Jahren bist du dem Mosaik nun schon verbunden. Das ist auch eine Zahl, die manche von uns erstmal im Lebensalter auch überhaupt erreichen wollen. So alt sind viele von uns noch nicht mal. Das ist schon deine Arbeitszeit hier beim Mosaik, ja? Unzählige Geschichten hast du dir ausgedacht und hast immer noch nicht genug, denn in Kürze wird ja der neueste Roman auf deiner Feder erscheinen, ein neues Abenteuer rund um die Ritter-Runkel-Saga. Und der Ulf Graupner, der jetzt eigentlich doch noch gar nicht hier ist, der hat eigentlich sogar auch die Illustration dafür schon fertig, also ich kann dir sagen, hat das schon fertig, es ist alles auf einem guten Weg, also der Buchmesse-Premiere steht nicht im Weg, Cover hat er gemacht, kann ich dir nachher alles zeigen, also du siehst, du wirst selbst heute an deinem Geburtstag hier wieder arbeiten müssen oder arbeiten wollen, ja. So bist du halt immer unermüdlich oder du sagst noch wieder, ach, ich fahre zu dem Graupner nach Hause und dann latschst du da wieder in den fünften Stock dieser elendig langen Treppen da hoch, auch das machst du ja noch so aus dem Kalten heraus, wo wir Jungen doch schon eher zusehen, dass wir uns mit Ulf lieber im Café treffen, eben ehrlich, weil wir nicht so da hochlaufen wollen. Ja, das müsste er zum Beispiel. Ne? Oder du schreibst noch ein Buch, nämlich das wünschen wir uns jetzt von dir, dass du noch ein Buch schreibst mit dem Titel Wie bleibe ich jung und frisch bis ins hohe Alter und was haben die Abrafaxe damit zu tun? Kannst du auch nicht. Aber nachher, wenn wir ein Stück Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen, dann kannst du mir das Geheimnis ja wenigstens mal verraten. Ja? Also, Lothar, danke für alles und schön, dass du da bist heute.